Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nutzt ihr eigentlich Apple Pay? Ich habe das bisher noch nicht benutzt und habe aber beschlossen, mir das heute mal anzusehen mit euch zusammen und wir gehen mal die Webseite von Apple durch. Zum Thema Apple Pay. Wie bezahlen? Nur besser. Apple Pay ist die moderne Art zu bezahlen. Es ersetzt Bankkarten und Bargeld durch eine einfachere, sicherere und privatere Zahlungsmethode, egal ob im Geschäft, auf einer Webseite oder in einer App. So bezahlt man heute, sagt zumindest Apple. Schneller und einfacher als Karten oder Bargeld. Privatsphäre und Datenschutz sind schon eingebaut, akzeptiert von Millionen Websites und Apps. Online bezahlen ist einfacher mit Apple Pay. Kurz einrichten und direkt zahlen. Das Setup dauert wenige Sekunden. Apple Pay einzurichten ist ganz leicht. Füge einfach deine Kredit- oder Debitkarte in der Wallet-App auf deinem iPhone hinzu und schon kannst du loslegen. Du erhältst nach wie vor alle Prämien und Vorteile deiner Karte und dir entgehen keine deiner gesammelten Punkte oder Meilen. Apple Pay ist bereits auf deinem Gerät. Apple Pay ist in deinem iPhone, Mac, iPad und deiner Watch integriert. Keine separate App zum Laden, kein kompliziertes Einrichten, kein Problem. Einfach für alles. In Geschäften und mehr. Apple Pay wird von vielen Händlern akzeptiert. Du kannst es also praktisch überall nutzen und genauso wie du willst. Wenn du dir nicht sicher bist, frag einfach. Apple Pay funktioniert überall dort, wo du kontaktlos bezahlen kannst, von Verkaufsautomaten und Lebensmittelläden bis zu Taxi und U-Bahn. In Apps und online nutze Apple Pay für Einkäufe in Safari auf deinem iPhone, iPad oder Mac. Spar dir komplizierte Bezahlformulare und zahle einfach mit einer Berührung oder einem Blick. Oder nutze Apple Pay, um Abos für Services wie Apple Music und Apple TV Plus abzuschließen oder kaufe Apps und Spiele im App Store. Oder mach ein Upgrade für deinen iCloud-Speicher. Sicher ist sicher, sehr sicher. Persönliche Daten geschützt. Wenn du etwas kaufst, benutzt Apple Pay eine gerätespezifische Nummer zusammen mit einem einzigartigen Transaktionscode. So wird deine Kreditkartennummer nie auf deinem Gerät oder auf Apple-Servern gespeichert und Apple gibt deine Kartennummern beim Bezahlen auch niemals an die Händler weiter. Deine Einkäufe bleiben privat. Wenn du mit einer Debit- oder Kreditkarte bezahlst, werden von Apple Pay keine Daten zu deiner Transaktion gespeichert, die auf dich zurückführen könnten. Mehr tippen, weniger berühren. Apple Pay funktioniert direkt auf deinem Gerät, deshalb musst du weniger Tasten und Terminals berühren, Karten anfassen oder Bargeld in die Hand nehmen. So bleiben deine Hände sauber und es ist weniger wahrscheinlich, dass du Krankheitserreger aufnimmst oder weitergibst. Leg los mit Apple Pay. Und dann gibt es hier unten noch eine FAQ, die sparen wir uns aber. Die könnt ihr selber mal anklicken. Wir wollen uns jetzt mal noch schnell ansehen, wie man die eigene Karte hinzufügt. So ganz unkompliziert, wie das hier dargestellt wird, ist es dann doch nicht. In meinem Fall musste ich erst die App der Bank runterladen, musste dort die Karte freigeben und das ging lange Zeit überhaupt nicht. Dachte schon, meine Karte wird nicht unterstützt. Dann habe ich aber das iPhone neu gestartet und dann ging es plötzlich und die App hat jeweils eine TAN von mir verlangt, mit der ich die Funktion auf dem iPhone bzw. auf der Apple Watch freischalte und dann hat es geklappt. Also wenige Sekunden hat das nicht gedauert. Ich war jetzt gut und gerne 20 Minuten damit beschäftigt. Letztendlich hat es aber funktioniert und jetzt bin ich mal gespannt, wie das im Alltag klappt beim Bezahlen. Geschützt ist das Ganze mit Face ID. Ihr haltet dann die Karte, wenn ihr bezahlen wollt, an das Lesegerät ran, so wie ihr das mit einer normalen Karte machen würdet. Und zwar haltet ihr den oberen Teil des iPhones relativ nah an das Lesegerät und zwar so, dass ihr auf den Bildschirm gucken könnt. Zuvor klickt ihr zweimal auf die Power-Taste. Und dann könnt ihr direkt das iPhone drauflegen aufs Lesegerät. Und so ähnlich funktioniert das auch mit der Apple Watch bzw. mit der
Krone der Apple Watch. Und das Ganze hat natürlich schon Vorteile. Meine Kontokarte ist zum Beispiel so ein bisschen angeknackst. Die hat einen kleinen Riss. Die funktioniert zwar noch einwandfrei, aber mit jedem Mal, wo ich sie aus dem Geldbeutel hole, könnte das Ganze natürlich brechen oder noch fragiler werden. Und da man das Handy bzw. die Watch eh immer dabei hat, dachte ich mir, ich probiere das Ganze mal aus. Theoretisch kann man da auch Bahnkarten hinterlegen, Konzerttickets und Personalausweise. Auch damit habe ich mich befasst. In der Praxis klappt das aber gerade nicht, weil Personalausweise in Deutschland aus rechtlichen Gründen mitzuführen sind und eben Deutschland ist noch nicht so weit. Das ist rechtlich sozusagen nicht erlaubt, dass man den Ausweis digitalisiert. Man geht da irgendeinen Sonderweg. Deswegen gibt es die Möglichkeit, auch in der Wallet-App gar nicht den Ausweis hinzuzufügen. Mit dem Führerschein ist es das gleiche in Deutschland. Die Bahn wiederum unterstützt teilweise Tickets, die zur Wallet aus dem Navigator hinzugefügt werden können. Beim 49-Euro-Ticket funktioniert das allerdings ebenfalls nicht. Warum ist unklar? Das müsste man die Bahn fragen. So viel zum Thema Apple Pay und Wallet. Ich wollte von euch mal wissen, nutzt ihr das? Hinterlasst mir gerne einen entsprechenden Kommentar. Wir gucken uns jetzt mal noch kurz die Apps an, die theoretisch von Apple Pay unterstützt werden. Und zwar können wir nämlich aus der Wallet-App heraus uns eine Übersicht für Apps anzeigen lassen, die die Apple Wallet unterstützen. Deine Bordkarten, Tickets, Kundenkarten, Gutscheine und Geschenkkarten lassen sich nirgends so gut verwalten wie in Wallet. Du möchtest am Flughafen einchecken, ins Kino gehen oder einen Gutschein einlösen. Mit Wallet machst du das ganz unkompliziert, indem du dein iPhone, deine Apple Watch oder dein iPod Touch scannst, aktiviere dein Gerät einfach zum richtigen Zeitpunkt und schon wartet alles, was du brauchst, auf deinem Sperrbildschirm auf dich. Hier kommt eine Sammlung von Apps, die mit Wallet kompatibel sind. Schau ruhig ab und zu vorbei, denn es kommen regelmäßig neue Partner hinzu. Da gibt es zum Beispiel die Lufthansa, den DB-Navigator eben teilweise. Es gibt die Swiss-App, British Airways, Emirates sind alles Flug-Apps, Airbnb, Air France, Booking.com, Hotels.com, App in The Air, Hilton Honors, Book Hotels, United Airlines und vieles, vieles mehr. EasyJet, Flixbus wird unterstützt, Expedia wird unterstützt, um nur einige Beispiele zu nennen. Und im Bereich Konzerte, Filme und Events gibt es ebenfalls noch jede Menge Anbieter, Kino, Konzerte und ähnliches, die ebenfalls die Funktion unterstützen, die jeweiligen Karten oder Konzerttickets in der Wallet zu speichern. Allerdings benutzt man die einmal und dann muss man sie wieder löschen. Also ich weiß gar nicht, ob das so praktisch ist. Beim Ausweis oder so wäre das schon praktisch oder beim Führerschein. Aber wie gesagt, das ist in Deutschland aus rechtlichen Gründen leider schwierig. Ja, und damit sind wir auch erstmal durch zu dem Thema. Nutzt ihr die Wallet? Nutzt ihr Apple Pay? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.